Ihr Lieben, heute wird Merlin zu uns sprechen und zwar über die kommenden 5 Jahre, hat er gesagt. Er möchte uns einen energetischen Überblick geben über das, was kommt, was geschehen wird. Es ist sehr spannend. Ich habe schon ein paar Vorinformationen bekommen und freue mich sehr darauf. Es ist, hat er gesagt, ein ziemlich langes Channeling. Da bin ich ja echt gespannt. So, ich schalte um. Ihr werdet Merlin sehen und eine Musik, Meditationsmusik von uns hören, die wir vorhin noch mit Energien aufgeladen haben, mit Merlins Energie aufgeladen haben. Und ich wünsche euch einfach ganz viel Freude. Und wenn euch das alles gefällt, dann liked dieses Video, teilt das Video, damit andere Menschen auch diese wundervolle Energie spüren können. Das ist mir ganz wichtig, jetzt gerade am Anfang des Jahres, weil ja wir da so diesen richtig großen Kraftschub von Merlin bekommen. So, jetzt aber genug geredet. Ich wünsche euch ganz viel Freude und schalte jetzt mal um. Geliebte Menschen des Lichtes, ich begrüße euch mit dem Segen des Lichtes, des mystischen Lichtes von Merlin. Ich bin Merlin, das mystische Heillicht. Viele von euch machen sich Gedanken über die kommende Zeit, aber ich kann euch sagen, dass ihr euch nur schwächt, wenn ihr euch zu viel Sorgen macht über die Dinge, die eventuell geschehen könnten. Es ist viel wichtiger, sich auf die Segnungen des Moments zu konzentrieren und die Kraft eures Lichts zu nutzen, um eine bessere Zukunft zu schaffen. Lasst mich euch sagen, dass es für jeden von euch an der Zeit ist, sich daran zu erinnern, wer ihr seid und warum ihr hier seid. Ihr seid alle mächtige Wesen, die mit einer göttlichen Mission in diese Welt auf die Erde gekommen sind. Einer Mission, die alles verändern wird und Heilung, Frieden und Liebe in die Welt bringen wird. Meine Botschaft an jeden von euch ist einfach. Konzentriert euch auf eure Mission, vertraut auf euch selbst und seid stark. Die Hindernisse, die sich euch in den Weg stellen, sind dazu da, eure Stärke und euren Mut auf die Probe zu stellen. Aber wenn ihr an euch glaubt und eurem Herzen folgt, kann euch nichts und niemand davon abhalten, das zu erreichen, was ihr möchtet. Denn ab jetzt, in diesem aktuellen Jahr, werdet ihr immer mehr in eure Kraft kommen. Die Anforderungen der Zeit sind herausfordernd, aber ihr werdet sie bewältigen können. Viele von euch werden aufgefordert werden, schwierige Entscheidungen zu treffen. Aber diese Entscheidungen werden von einem Ort wahrer Weisheit und Einsicht kommen. Das aktuelle Jahr wird ein Jahr der Transformation sein, in welchem ihr vieles, was euch belastet, loslassen könnt.
Ihr werdet zu Katalysatoren für wichtige Veränderungen. Und jeder Einzelne hat die Macht, positive Veränderungen für sich selbst und in seinem Umfeld herbeizuführen. Ihr werdet darauf vertrauen, dass alles seiner Bestimmung folgt. Auch wenn es sich nicht immer einfach oder bequem anfühlt, werdet ihr große Kraft haben, alles gut durchzustehen. In den nächsten 5 Jahren werden die Menschen immer authentischer sein und offener mit ihren Problemen umgehen. Habt keine Angst, euer wahres Ich zu zeigen und eure Wahrheit zu sagen. In der Verletzlichkeit findet sich Stärke und in euch die Kraft, die Veränderungen zu bewirken, die der gesamten Menschheit wirklich zugutekommen. Viele von euch werden ihr höchstes Potenzial erreichen. Und ihr werdet immer mehr mit der höheren Quelle der Weisheit verbunden sein. Also vertraut auf eure Intuition und lasst euch von ihr leiten. Jeder hat bestimmte Gaben erhalten, die euch den Mut geben, Risiken einzugehen und Entscheidungen zu treffen, die nicht alltäglich sind. Denn ihr werdet den Weg des Erwachens in einer neuen Zielrichtung gehen und eure Erwachensschritte werden kraftvoller sein als bisher. So werdet ihr Entscheidungen treffen können, welche euer Leben mit Freude und Erfüllung stärken werden. Viele von euch werden erkennen, dass sie zu großen Dingen fähig sind und großes Potenzial haben, die Welt zum Positiven zu verändern. So umarmt das aktuelle Jahr voller Freude, um mit diesem großen Potenzial die folgenden 5 Jahre gut zu erreichen. In der kommenden Zeit werdet ihr die Unendlichkeit der Liebe und des Universums erfahren. Eine neue Ausrichtung auf die Sternenfreunde wird euch viele schöne Begegnungen bescheren. Es wird ein heilsames Jahr werden und viele Menschen werden in ihre Kraft kommen. Und die Anzahl der Lichtarbeiter wird enorm ansteigen. In den nächsten Jahren werdet ihr die allumfassende Kraft des Universums an eurer Seite spüren. Viele von euch werden die Engel und Sternenwesen als Lichtwesen mit ihren physischen Augen erkennen können.
Dann wird eine Zeit des enormen Wachstums kommen und der großen energetischen Veränderungen. Jeder von euch wird die Gelegenheit haben, sich mit besonderen Worten aus der Lichtsprache auf kraftvolle Weise auszudrücken, die eurem Herzen entspricht. Es ist eine Zeit, in der ihr neue Möglichkeiten, Ressourcen und energetische Verbindungen nutzen könnt. Dies wird euch helfen, das Leben noch bedeutungsvoller zu gestalten als je zuvor. Erlaubt den lichten Wesen euch zu führen, denn sie werden sich öfters zeigen als bisher. Und immer mehr Menschen werden sie sehen können. Und so entstehen viele Gemeinschaften zwischen Menschen und lichten Wesen. Dies ist eine sehr wichtige Zeit und eine unglaubliche Gelegenheit, dich selbst und die Welt zu verändern. Ihr werdet einen enormen Schwung des Wachstums erleben und eure Macht als Lichtarbeiter wird größer sein als je zuvor. Nutzt diese Energieweise, folgt eurer Intuition und vertraut. Wir sind alle eins, verbunden durch unsere göttliche Kernessenz. In den folgenden Jahren wirst du deine wahre Aufgabe immer deutlicher erkennen und deine wahre Bestimmung im Leben spüren. Du wirst in der Lage sein, deine höchsten Absichten und Träume mit der Kraft deiner Liebe, deines Lichts und deiner Weisheit zu verwirklichen. Es ist eine Zeit der Transformation, in welcher ihr alle Begrenzungen, die euch bisher zurückgehalten haben, hinter euch lassen könnt und euren unbegrenzten Vorrat an kreativer Energie nutzen könnt. Viele Visionen werden sich vollenden und das gesellschaftliche Leben wird sich vollkommen neu gestalten. Eure Schöpferkraft wird sich verändern. Das mystische Heilfeuer wird euch begleiten und ihr werdet noch viel leichter als bisher manifestieren. Eure Mission wird klarer werden, wenn ihr auf euer Herz hört und seiner Führung folgt. Denn die Impulse eurer Seelen werden deutlich sein, deutlicher als bisher. Ihr werdet auch in schwierigen Zeiten stark bleiben. Denn die Stärke, sie kommt von innen. Die meisten Menschen werden regelmäßig meditieren und sich mit der Natur verbinden. Die Selbstliebe der Menschen wird sich erhöhen. Ihr habt eine einzigartige Gabe,
mit eurer Selbstliebe, die ihr mit der Welt teilen könnt. Ihr werdet euch selbst treu sein und auf eure Impulse vertrauen. Jeder wird an seinem Platz sein, an welchem er gebraucht wird. In den kommenden Jahren beginnt die große Vorbereitung für das goldene Zeitalter. Eure Gesellschaft, euer Zusammenleben, alles bekommt eine neue Ordnung. Die Energien richten sich neu aus und die DNA-Stränge werden der göttlichen Ordnung angepasst. All diese Veränderungen werden zu einem gewaltigen Bewusstseinswandel der Menschen führen. Und sie werden der Weg sein für eine neue Erde. Alles verändert sich und eure Schwingung steigt sehr stark an. Also haltet eure Absichten rein und konzentriert euch auf eure Herzenswünsche, denn sie werden in Erfüllung gehen, leichter als zuvor. Das Ziel ist, eine großartige Zeit zu erleben, und ihr seid alle Teil dieser erstaunlichen Transformation. Diese Ära markiert den Beginn einer neuen Ära des Friedens, der Liebe und der Harmonie in euren Herzen. Diese Schwingung werdet ihr nach außen tragen und dadurch die Schwingung des Kollektivs verändern. Also seid bereit, euer Licht in all seiner Pracht erstrahlen zu lassen. Folgt euren Herzen und vertraut auf die göttliche Führung, die sich ebenfalls verstärken wird. Wir sind alle Teil auf einem gemeinsamen Weg und können eine wunderbare Welt voller Fülle, Freude und Erfüllung erschaffen. Eure Lichtkörper werden sichtbarer sein und ihr werdet euch an euren Lichtkörpern erkennen. Eure physischen Körper werden sich sanft in Licht umwandeln. Der Prozess beginnt. Die Grenzen zwischen Aura und physischem Körper werden sich verschieben. Dieser Prozess beginnt von innen, von eurer Seele heraus. Ihr werdet enger mit euren spirituellen Helfern und Geistführern verbunden sein. Und ihr werdet in der Lage sein, die Engel als Wesen des Lichtes zu erkennen und mit ihnen zu sprechen. Begrüßt diese magische Zeit mit einem offenen Herzen. Und genießt den Weg in das Erwachen, denn ihr sollt wissen, dass ihr immer von der göttlichen Liebe unterstützt werdet. Die kommende Zeit ist eine großartige Zeit für weiteres spirituelles Wachstum und Erwachen. Die Energien werden stärker und stärker. Und es ist noch einfacher, aus euren Herzen heraus zu manifestieren und Wünsche zu erfüllen. Eure Gedankenkraft wird sehr stark entwickelt sein
sodass ihr erstaunliche Fähigkeiten entwickelt werden, dass ihr in der Lage sein werdet, das zu erschaffen, worauf ihr euch konzentriert. Ihr werdet immer mehr erkennen, wie ihr in der fünften Dimension leben könnt. Ihr werdet stark sein und die Einflüsse von außen werden euch nicht mehr schwächen. Ihr werdet mit euren Sternenfreunden kommunizieren und eure Ahnen besuchen. Ihr werdet Hilfe von euren Ahnen bekommen. Dies wird eine große Veränderung im gesellschaftlichen Leben herbeiführen. Manche Menschen werden in anderen Dimensionen leben und die Erde nur noch manchmal besuchen. Ihr werdet viele Sternenwesen auf der Erde haben. Und sie werden sich immer öfter zeigen. Es wird neue Füllesysteme geben, die sich am Erdmagnetfeld und den Gitternetzen des Universums orientieren. Viele Lichtmenschen werden sich dieser Füllesysteme anpassen und keinen Mangel mehr erleben. Große Portalöffnungen werden geschehen und die Schleier werden immer dünner werden. Bei vielen Menschen wird sich der Seelenkodex öffnen und sie werden sich komplett an ihre Vorleben erinnern können. Sie werden sich zusammenfinden und zusammen beten. Aus diesen Gebeten wird die Energie für die neue Erde entstehen. Dies ist eine großartige Aufgabe. Viele Menschen werden sich telepathisch verständigen und die Lichtsprache immer besser sprechen können. Ihr werdet Anteile der göttlichen DNA bekommen. Und eure gesamte Energie wird sich neu ausrichten. Es werden neue Anführer aus euren Reihen kommen, welche die Wege des Lichtes gehen und die Gemeinschaft der Menschen stärken. Ihr bekommt eine komplette energetische Neuausrichtung, welche es euch erlaubt, gut durch die Stürme der dritten Dimension hindurchzukommen. Liebe Lichtmenschen, ihr seid beschützt und werdet so tief von uns lichtvollen Wesen geliebt. So sende ich euch den Segen des Lichtes und verabschiede mich jetzt voller Freude. Und ich sage es gerne noch einmal, ich liebe jeden einzelnen von euch so sehr.